Reaction auf den Ultraschallreiniger-Test vom lieben Sandro, a.k.a. Swiss Shisha. Gucken wir mal rein. Ian Sonic Cleaner, den habe ich auf der Messe mitbekommen von Aeon. Vielen Dank an dieser Stelle. Und das Teil ist ein Ultraschallreiniger für die Bowls und ich bin vorbereitet. Ich habe jetzt eine Woche lang diese Bowl hier rumstehen lassen. Da sind's. Boah, Digga, die sah ja von unten ganz, ganz, ganz schlimm aus. Sparkles drin, da habe ich noch Tabak reingeschmissen. Alles möglich und einfach eine Woche lang stehen lassen. Also die wird sicher sehr, sehr schmutzig sein. Zusätzlich habe ich noch im Regal eine Bowl gefunden, die ich wohl nicht richtig sauber gemacht habe. Na, 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 was war denn da los? Aber ich habe auch total viele, die so aussehen. Also jetzt nicht mehr wegen dem Sonic Clean, aber davor war das auch so. Der Kandidat. Und wir werden das heute alles testen. Und ich denke, zuerst packen wir das gute Stück mal aus und schauen, was da alles so drin ist. So, hier oben haben wir eine kleine Anleitung, da werden wir auf jeden Fall kurz reinschauen. Wir haben hier einmal das Netzteil, das in die Steckdose geht und den Ultraschallreiniger selber. Wer Ultraschall nicht kennt, das ist, gibt es auch zum Brillenreinigen und so. Das sind einfach so. Also ich habe mir das ja angeeignet und habe das in der Story erklärt, weil, um euch das kurz näher zu bringen, diese Vakuumbläschen oder auch Kavitationsblasen, so rum. Diese Kavitationsblasen sorgen oder entstehen durch auf der einen Seite Überdruck und auf der anderen Seite Unterdruck. Und dadurch entstehen diese Blasen. Das Wasser wird zum Kochen gebracht, obwohl es noch gar nicht die Hitze hat, wo Wasser normal kochen würde. Aber diese Bläschen entstehen und werden sozusagen geschossen und platzen dann. Und bei dem Vorgang des Platzens entsteht natürlich ein Druck. Und dieser Druck löst den Schmutz von dem zu reinigen Objekt. Heißt, wo ich mache krasse Ultraschall, dann kommen so Blasen, da ist Dreck, Blase platzt, Dreck weg. Das ist ein richtiger Oschi, also das hat auch gut Gewicht, das Teil. Ist nicht so ein kleiner Brillenreiniger oder so. Und das ist eigentlich schon alles vom Lieferumfang. Und dann schauen wir ganz kurz hier in die Anleitung rein. Kurze Anleitung, ich lese das kurz durch und erkläre euch das dann. Und ihr könnt auch Pause drücken und es selber durchlesen. Also das sagt eigentlich, man sollte lauwarmes Wasser verwenden, 45 Grad, aber nicht 55 Grad. Ich werde da einfach kühles Wasser verwenden, weil ich nicht will, dass mir eine Bowl springt. Dann noch etwas, ein paar Tropfen Spülmittel oder so reinmachen oder irgendein Reinigungsmittel und dann das Teil einfach reinmachen, schauen, dass alles unter Wasser ist. Normalerweise läuft das 10 Minuten, also es hat ein Timer drin, dass es nach 10 Minuten ausgeht. Echt, 10 Minuten ist der Timer? Kam mir mal länger vor. So, das Kabel hat auch eine gute Länge, also da kann man gut rankommen und wir fangen jetzt mal an mit der mittelverschmutzten Bowl. Ich fülle jetzt einfach mal mit Wasser und mache 2 Tropfen Spülmittel rein. Strom ist drin, dann versenken wir das gute Teil mal. Ein paar Tropfen hier rein. Und dann drücke ich einfach mal auf den Knopf und wir schauen mal, was passiert. Und let's go. Vielleicht nochmal schütteln. Ihr seht denn noch, wie das von vorne aussieht. Also da sieht man teilweise so kleine Blasen drin rumtanzen. So, ich habe das jetzt etwa 2 Minuten drin gelassen und jetzt schaue ich einfach mal, ob das schon was gebracht hat. Ich spüle die einmal kurz aus und dann schauen wir gleich, wie die Bowl jetzt aussieht. So. Mhm. Die Bowl ist wieder da. Die sieht einfach aus wie neu. Hier unten haben wir noch etwas Schmutz auf der Unterseite, aber auch der hat sich gelöst. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Den kann ich einfach abwischen. Das ist alles außen. Und hier oben. Da außen macht das Ding auch nichts, ne? Das Geräusch von den Ultraschallreinigern ist aber ultra unangenehm. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Rand und so ist ungefähr alles komplett weg. Die sieht einfach mal aus wie neu. Wir gehen jetzt weiter. Voll die entspannte Hintergrundmusik bei Swissy. Zu dieser Bowl. Wie gesagt, eine Woche stehen lassen mit Tabak und Sparkles und so drin. Ich leere jetzt mal das Wasser aus. Digga, das sieht so geisteskrank ekelhaft aus. Schauen wir mal den Schaden an, den ich da angerichtet habe. So sieht die Bowl aus. Hier oben sehen wir einen schönen, dicken, schmutzigen Rand. Hier unten haben sich einige Sparkles festgesetzt. Auch hier wieder 2-3 Tropfen Spülmittel mit rein. So, auch hier waren wir wieder etwa 2 Minuten drin. So, auch bei der zweiten Bowl dasselbe Resultat. Der Rand hier oben ist weg. Hier unten ist alles clean. Die Bowl sieht aus wie neu. Auf dem Boden sind alle Sparkles weg. Also für Bowls funktioniert das Teil auf jeden Fall einwandfrei und macht, was es verspricht. Ich habe jetzt da alles versucht, so möglichst dreckige Bowls zu machen. Aber wir werden noch weiter testen. Schon krass, denn ja, das gute Ding verspricht noch mehr als nur Bowls sauber zu machen. Also mehr oder weniger verspricht. Das primär ist es für Bowls gedacht. Und wie wir hier jetzt gesehen haben,
funktioniert das wirklich 1A mit dem Bolz. Denn man soll damit auch Edelstahlteile reinigen können. Dazu habe ich hier einen kleinen Behälter. Da schmeiße ich gleich ein paar Edelstahlteile rein. Ich habe noch die Pfeife von der Messe und von meinem letzten Urlaub mit dabei. Die stinkt etwas. Da können wir gleich schauen, ob das... Das ist halt wirklich krass, ne? Es macht auch wirklich die Gerüche krass weg. Komplett den Geruch entfernt. Und ich schmeiße auch noch ein HMD mit rein. Also HMDs habe ich auch probiert. Ich erzähle euch danach meine Erfahrung. Ich bin jetzt mal gespannt, was für sie macht. Edelstahlteile und HMD rein und Abfahrt. So, also ich habe hier noch die Pfeife von meiner Messe und die ich auch gleich in den Urlaub mitgenommen habe. Und die ist wirklich nur sehr, sehr NPS-Mikro. Gradisch gereinigt worden. Und da riecht man auch, dass damit geraucht wurde. Und das Teil dazu. So, nice Suppe hier. Da tut sich auf jeden Fall auch was. So, ich habe das jetzt wieder ein paar Minuten drin gelassen. Das Wasser hat sich auf jeden Fall sehr schön verfärbt. Beim HMD muss ich gleich mal schauen, wenn ich da mit einer Bürste drüber gehe, wie das weggeht. Aber da habe ich auch nicht viel mehr erwartet, weil das richtig hart eingekochter Schmutz ist und sie mir gesagt hat. Also dann erzähle ich es jetzt, bei mir hat es mit HMDs nicht funktioniert. Aber es ist ja auch primär ein Bowl-Reiniger und dafür funktioniert es auch hervorragend. Man muss dazu sagen, dass es in manche kleine Bowls nicht reingeht leider. Wenn der Hals zu schmal ist bei einer Bowl, funktioniert es nicht. Aber bei mir hat es auf 80% aller Bowls gepasst. Und es ist wirklich so eine Zeitersparnis beim Reinigen. Wenn es so schlimm ist, muss man es etwas einweichen. Also wieder dasselbe Spiel. Einmal abspülen das Ganze. Beim HMD, wie erwartet, nicht viel passiert. HMD nicht der best use case. Wenn wir mal die Edelstahlteile anschauen, dann sehen die wirklich aus wie neu. Schau mal, wie die am Glänzen sind. Das ist wirklich crazy, wie schön die sind. Und jetzt der Geruchstest. Ja, riecht noch nichts. Also der Geruch ist auch... Also dass der Dreck abgeht, ist die eine Sache. Aber dass das sich... Ich weiß nicht, ob die auch desinfizieren. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das Wasser kocht zwar, aber nicht über 100 Grad. Und von daher würde ich sagen, könnte das wahrscheinlich nicht desinfizieren. Aber geruchsneutralisierend ist es auf jeden Fall, das Teil. Komplett entfernt. Also auch für Edelstahlteile oder so. Wenn ihr mal eurer Pfeife eine gute Reinigung geben möchtet, dann funktioniert das Teil auf jeden Fall auch. Sieht aus wie neu. So, Freunde, dann kommen wir zum Fazit, zu dem guten Ding. Macht auf jeden Fall, was er verspricht. Wenn man hier die Bowls anschaut und so, die werden sehr, sehr sauber. Auch die Edelstahlteile sehen wirklich aus wie neu. Also das glänzt alles wunderschön wieder. Ob es einem das Geld wert ist, muss jeder selber wissen. Es ist auf jeden Fall ein Luxusteil, gerade für den Privatgebrauch, weil man... Also für mich ist es das Geld auf jeden Fall wert. Man kann das auch mit einer Bürste machen, ja, mit Cookie Dent einlegen, ja, geht alles, aber ich bin ein Putzmuffel. Und ich auch. Ich mag schon die Vorstellung, einfach das Ding reinzuhängen, ausleeren, fertig und sauber. Aber wo ich das auch sehen würde in Bars oder so, wenn man sich da ein paar Stück holt, damit die Pfeifen schneller sauber gemacht werden, auch die Edelstahlteile vom Geruch komplett entfernt werden. Da sehe ich das auf jeden Fall. Es ist nichts, das man zum Leben braucht, aber es macht das Leben natürlich etwas einfacher. Bei so verwinkelten Bowls, wo man nicht gut rankommt mit der Bürste, weil da macht es natürlich genauso gut sauber und ich habe auch ein, zwei Bowls, die hier unten noch so Wubbels haben und so. Die guten alten Wubbels in der Bowl, wer kennt sie nicht? Kommt man nicht so gut mit rein mit der Bürste und dann kann man einfach das hier verwenden. Also bei mir ist es wirklich dauerhaft im Gebrauch. Ich habe es gerade heute wieder benutzt. Er hat noch gesagt, dass es sowas sehr, sehr Ähnliches schon gibt auf Amazon, einfach nicht für Shisha gebrandet, aber das Teil kostet plus minus gleich viel und da sehe ich persönlich nichts Verwerfliches dabei. Die Intenso Bowl ist doch von innen beschichtet oder überlebt ihr das? Ich glaube schon, weil die ist nicht einfach nur beschichtet, das ist eine besondere Glasstruktur und eine Glasstruktur wirst du damit nicht auflösen können. Gesehen, das zu branden für Shisha und es funktioniert auch 1A für Shisha. Deswegen bin ich denen da überhaupt nicht böse, dass sie das in den Markt gebracht haben, weil ich wäre persönlich nicht auf die Idee gekommen, sowas. Es ist keiner auf die Idee gekommen, aber jetzt kommen die ganzen Sherlocks auf einmal, ne? Und jetzt weiß es auf einmal jeder besser. Ja, warum hattest du die Idee nicht vorher, Bro? Ah, Eon hatte sie. Zu benutzen und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass es das Teil gibt, dass ich das Teil habe und dass ich es testen kann. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Video für heute. Gutes Video. Gefällt mir. Habe ich Daumen hoch? Ja, Daumen hoch habe ich gegeben.